Skyline TV live heute aus Potsdam. Aufgrund der Verspätung des Ehrenkameramanns Tom Knoll halten Adam und Gaiden Svenja die Kamera abwechselnd. Heute ein bisschen improvisiert, weil sowohl das, wofür ihr eigentlich gestimmt hat, nicht erfüllbar ist, als auch so, wie wir anfangen wollten, nicht erfüllbar ist. Auch lässt Adam offen, in welcher Ersatzstadt er heute ist. Svenja, bekannt aus Krakau, du hast dich ja bereit erklärt, einzuspringen in dieser Gegend, in der wir uns gerade aufhalten. Abgestimmt wurde letzte Woche für Hamburg mit Holger K. Altstadt und Neustadt. Holger K. kann aber nicht. Ich habe den Leuten, die sich das gewünscht haben, angeschrieben, gesagt, ja, Holger K. kann auch gar nicht. Wenn irgendjemand von denen gesagt hätte, nee, mach mal ruhig Hamburg, weil wofür soll ich für Hamburg anstimmen? Dann stände ich jetzt hier in Hamburg. Stattdessen aber stehen wir hier entweder in Bayern, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Brandenburg oder sonst irgendwo. Ich weiß es ja nicht, ihr müsst ja immer noch Tipps abgeben. Ihr habt recht, es ist Potsdam. Hier zahlreiche Graffitis, der Skaterpark. Was für ein lumpiges Pack hängt denn hier so im Sommer ab? Oh, Leute mit tiefsitzenden Hosen und komischen Mützen. Rapper vielleicht. Falschrum aufsitzende Mützen auch. Potsdamer Rapper? Ja. Adam stellt seine neue Sprachassistentin Veronika vor, die den Chat vorlesen und kleine Dialoge führen kann. Bist du nicht von hier, oder? Doch. Bist du, okay. Aber? Was aber? Ja, nee, weil du hast halt einen Akzent. Das ist irgendwie, keine Ahnung, das klingt jetzt irgendwie eingespielt oder sowas. No, komm, ich aus Polen. Ich putze seit 10 Jahren in Berlin. Mag ich Berlin und deutsche Bezahlung. Okay. Bin ich seit heute auch deine Assistentin, aber nur ab und zu. Schönes Gebäude hier. Mit Mandala. Geht's dir gut, Veronika, dir auch? Meine Arbeit macht bei solchen Kommentaren nicht so viel Spaß. Alles langweilig. Ja, Veronika, wir müssen ja auch gleich erstmal was bieten. Und die lokale Buchhandlung? Ja, der hat viele ausländische Bücher. Oh, ist es eine ausländische Buchhandlung? Ja, das internationale Buch. Das internationale Buch heißt diese Buchhandlung. Klingt so, als hätten Sie nur ein Buch. Hallo, kostet ja. Big Mac 1,99? Weil das sagt jemand im Chat. Was? Big Mac 1,99? Das war nix. Achso, ich dachte, Sie wollten zu McDonald's. Nee. Ah, da fällt mir ein Stein vom Herzen. Verlosung hat geschrieben, Adam hat so viel Technik am Körper, der. Das der, liebe Frau, ist ein Lachsmiley. Eine Sushi-Bar. Hallo? Sie überlegen, ob Sie reingehen? Nee, meine Freundin ist schon drin und guckt, ob ein Platz frei ist. Ach so, sonst hätte ich sie rausgeholt, weil das so klang, als wenn sie jetzt auf ihre Freundin warten. Also ich habe immer viele Geschäftskonzepte, aber ich möchte mich in die Gastronomiebranche einmischen. Und ich würde gerne so einen Dönerladen machen, der aber auch Sushi hat und schwarzen Reis und sowas alles. So Spezialitäten. Für in Potsdam? Würden Sie nicht machen. Koordinator meinte, es liegt in der Natur des Regens, feucht zu sein. Du kannst natürlich auch Kommentare bewerten, wenn du willst. Du kannst auch deine eigene Note hinzufügen. Was für ein blöder Kommentar. Ja, zum Beispiel, genau, ja. Alter Verwalter. Hallo. Sie haben noch offen. Wir machen einen kleinen Rundgang durch Potsdam. Ich bin jedes Mal in einer anderen Stadt. Haben Sie Lust, da mitzumachen? Den wir kurz Ihren Laden zeigen und Sie mir erzählen, welche Bücher gerade jetzt sehr häufig gekauft werden. Wir machen in 8 Minuten zu. Das wird nur 5 Minuten dauern. Ja. Ich verstehe. Alles klar, vielen Dank. Okay. Bis dann. Jetzt gerade gießt sie, um die Uhrzeit. Nee, ich glaube, sie hängt hier an die Decke auf. Ach so, okay, ja, das macht Sinn. Das ist die Uhr, von der du geredet hast, ne? Das ist die kleine Weltenuhr, ja. Die sieht eleganter aus als die in Berlin. Die ist auch älter als die in Berlin. Also, und da das Brandenburger Tor ist auch älter als das echte Brandenburger Tor in Berlin. Das steht momentan unter dem Gerüst. Ja, Potsdam hat gerade so eine Aktion, dass ganz Potsdam saniert wird. Bis gleich. Was? Ich akzeptiere das nicht. Toll. Lass uns doch mal einen Tausch machen hier. Wir kriegen eine Karte vom Goldschmiede im Hof. Karten hier hingepackt. Wir haben gedacht, da wäre der Rewe hinten. Mhm. Weil wir zum Rewe wollten. Wir wollten da nach dem Drogen... Dings fragen, den schwarzen Drogendiener. Dürfen wir rein zu Ihnen, wenn ich keine anderen Leute nerve und wir nur in der Ecke sitzen und was bestellen? Das klingt gut. Hey, ist Skyline TV. Hi, grüß dich. Ich auch. Wir machen Livestream auf YouTube. Ja? Wo weißt du das? Habt ihr das gefragt? Ja, vorne, den Typen haben wir gefragt. Ach, hat er gesagt, okay? Der Kollege hat gesagt, du bist okay. Klar. Weil ein Bekannter hat mich angerufen, der meinte, er sieht gerade unseren Laden auf YouTube. Witzig. Ja, und er hat uns darauf hingewiesen. Hallo, können wir bitte bestellen? Hallo? Kommt hier mal jemand? Warum dauert das so lange in diesem Saftladen?
Das gibt eine schlechte Bewertung auf Yelp. Kameramann Tom und Zuschauerin Julia kommen nacheinander dazu. Hallo Adam, warum versteckst du dich denn hier? Deswegen funktioniert diese Live-Stalking-Geschichte nicht. Mein Gott. Wir spielen seit Jahren Verstecken und es war heute eine große Freude, weil heute ging es echt lange. Ach, guck mal an. Hi. Hallo. Hast du letztens bei mir im Auto vergessen? Ach du Scheiße. Sehr gut. Grüß dich. Hi. Du wurdest eine Rothaarige. Ja. Ach du, das müsst ihr ignorieren. Hier schmeckt es nicht, falsche Bude. Nein, das ist, sie lügt. Sie lügt, sorry. Sie lügt. Alles Gute, tschüss. Ciao. Ich wurde hier nicht geboren oder so. Aber du wohnst hier? Ja. Ah, cool. Hier cool. So direkt oder? Ja, so in der Nähe. Aber in Potsdam. Sie lernen sich kennen. Wir müssen uns langsam beschnuppern, nicht? Ah. Ja. Ich finde dich sehr sympathisch. Ja, okay. Hat schöne Haare. Dankeschön. Ich finde deine Haare auch schön. Danke sehr. Frag sie, ob sie gerne Äpfel mag. Magst du gerne Äpfel? In letzter Zeit nicht so sehr. Magst du Äpfel? Eigentlich schon, aber nur die roten. Ja, aber Zitronen sind auch schön und Orangen. Ich mag nicht so gerne saure Sachen. Aber da ist viel Vitamin C drin. Ja, aber Vitamin C wird überbewertet. Und ein Apfel ersetzt eine ganze Mahlzeit. Ja, das stimmt. Ist auch sehr Äpfel lecker. Äpfel sind schon toll. Man kann auch Essig daraus machen oder Alkohol. Ja, Apfelessig ist auch sehr gesund. Ist ein gutes Haushaltsmittel. Kann man für alles halten, redet ruhig weiter. Ja. Jetzt sind wir aus dem Konzept gekommen. Ja, wir hatten so ein tolles Thema. Sorry, ich wollte nur kurz nach Hause gehen, sorry. Was ist Ihre Lieblingsfarbe? Bunt. Alle Farben. Was ist deine Lieblingsfarbe? Das sind so elementare Sachen, dass ich sie gerne dann doppelt und dreifach frage. Also ich mag am liebsten lila. Was ist denn Ihre Lieblingsfarbe? Blau. Blau, vielen Dank. Es regnet die ganze Zeit. Zum Glück hat Adam eine Kapuze. Kannst du mir gerade sagen, wo die Kamera ist? Da. Da, wo das Licht ist. Ah! Achtung! Hallo Adam. Hi. Ente. Achtung, Habibi. Allah. Shalom, Habib. Wir zünden jetzt eine große Kanone hier. Falls du willst, sag den Leuten Bescheid. Wir machen jetzt ganz große Kanone. Also nicht hier vor eurem Laden, aber hier so ein paar Meter weiter. Wir sind das. Hallo? Wir, also wolltest du nicht zu uns? Aber die Kanone. Warte mal, wie war das? Ich hab's ja gedreht, ich hab das Ding nur weggedreht. Party Popper schießt Konfetti meterweit in die Luft. Party Popper, ich glaube, das ist eine Abkürzung für Meister Popper, ist ideal für Events, Party, Hochzeiten und Silvester geeignet. Haben Sie bla 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 bla. Party-Konfetti-Kanone nicht abgeschossen. Hat da jemand vielleicht Ahnung von? Wir glauben, dass das unten ist und dass man das eigentlich irgendwie drehen muss. Richtig. Du musst wie in Pfeilrichtung hier gut festhalten. Ja. Und dann... Wie lange bist du denn verheiratet? 10 Jahre. Achtung, wow. Julia raucht zu viel von den Kuchen. Geht nicht! Svenja ist heute echt zuckersüß. Rosen sind rot, blau ist Adams Vater. 2030 gibt's dann auch als aller Glasfaser. Ja, das Achtung, ist, die Leute können irgendwas schicken und dann... Hauptschuli 666 an der Tafel steht 1:1. Was kommt raus? Ja, vielen Dank. Wenn wir jetzt verschwinden und ich das nach 22 Uhr sauber mache, wenn zufällig das Stream ausgeschaltet ist, wie asozial ist das auf einer Skala von 1 bis 10? Leg deine Visitenkarte hinzu, damit die wissen, wo sie anrufen können. Gute Idee, ich muss eine holen. Wenn du es vielleicht richtig garnierst und so hinstellst, dann ist es ja kein Wegschmeißen. Aufsteller ist es, ne? Genau. Ich sag, ich habe jemanden beauftragt, um Karten auszuteilen. Leider hat er versagt. Julia friert an den Händen. Adam leiht ihr seine Handschuhe. Nimm doch. warte mal, ich muss hier auch noch sehen. Nimm das und dann nimm ich das. Porzellan! Das gehört meiner Oma. Magst du probieren? Nee, ich mag die nicht. Ich nicht. Ich mag nichts, was sauer ist. Hier ist was Schwarzes, kann man das essen? Klar, ist natürlich. Ja, ist nur Dreck. Cocktail. Oder in die Unscheinbar. Svenja? Luis. Luis, Svenja. Hallo, Luis. Geht in die Unscheinbar oder Hafthorn, ist richtig gut. Guck mal, hier sind wieder Karten. Wie ist das? Ist hier Potsdam ist Kartenfachstadt. Das ist wie bei einer Anwältin? Moment mal.
Adam hat seine Universalfernbedienung dabei. Bereits beim ersten Fernseher hat er Glück. So. Klar geht das. Menüsprache, Deutsch, was haben wir da noch? Italienisch sollst du stellen. Ach komm, machen wir Griechisch. Griechisch sieht lustig aus. Stimmt, ist auch egal. Griechisch, so. Ach, wie gemein. Ein E-Manual haben sie wenigstens. Ah, das ist ein E-Manual offen, dann denken sie, sie haben wieder Internet oder sonst was. Auf Griechisch. Oh. So, weil wichtig ist, dass die selbst dann wissen, wo sie es finden können. Das ist eine Leuchttafel. Ihr eine von mir, Matthias Knape, und ich eine von euch. Kartentausch. Hä, was ist das für eine Karte? Das ist hier so eine... Oh, Matthias Knape, du hast aber wirklich aufgetrumpft. Dennoch. Vielen Dank, Matthias. Das ist ein Riesentyp. Das finde ich süß, wenn er so groß ist. Die haben hier ihre Playlist, die sie... Ich habe noch nichts gemacht. Die Playlist wird jetzt schon abgespielt und man sieht den Player. Bonus abspielen. Hast welche dabei? Nee. Wir können bei YouTube gibt es so viele Bildungsvideos, bei denen irgendwelche Vaginen gezeigt werden, wo du dann sehen kannst, wie da richtig nach der Schwangerschaft passiert wird. Das ist schon Rufschädigung, glaube ich, dann. Svenja? Wäre schon Rufschädigung? Naja, nicht Rufschädigung, aber doch, ja. Geschäftsschädigung. Ja. Geschäftsschädigend wäre das auf jeden Fall. Mal eine andere Frage. Ich frage für einen Freund, wessen Schlüssel ist das hier? Oh, fuck. Nee, leider nicht. Schade, schade. Da legen wir ihn einfach wieder hin. Ich kann ihn noch morgen zum Fundbüro oder so vorbeibringen. Schwupps. Guck mal, ich finde, der ist so groß, da passen doch auch mehrere Karten übereinander gestapelt rein. Während Julia ihr Auto holt, damit die drei noch zum Filmpark Babelsberg fahren können, laufen Adam und Svenja weiter. Guckt mal hier diesen Endgegner an. Und das Schöne ist, ich brauche meine Fernbedienung einfach nur in diese Richtung zu halten und dann gucken wir einfach mal, was alles anspringt und was nicht. Guck mal, da oben in der Ecke ist eine Kamera. Das ist ja witzig. Da gibt es auch Radio. Die sehen, was wir hier machen. Guck mal, oben. Oh. Oben in der Ecke. Die streamen bestimmt in Full HD. 911 wollen die. Aber ich dachte, das war nicht der Polizeicode. So Leute, okay, ich zeige euch das jetzt. Ich drücke auf Magic, bis das oben leuchtet. Leuchtet oben. Dann muss ich den Mode umstellen, der war eigentlich auf TV, also wahrscheinlich hätte ich es da lassen können. Und jetzt 911. Ich habe vorhin noch was anderes eingegeben. 976 auf einmal? Die Anleitung? Ja, für holländische. Hä? Auch mit diversen anderen Zahlencodes lässt sich der Fernseher nicht steuern. Daher gehen die beiden zu Julia, die bereits im Auto wartet. Wie viel die Hubreifmasse? Also da hinten drin musst du nachzählen. Aber zu Hause, keine Ahnung, über 20. Vier sind hinten drin. Achtung, treffen sich zwei Unterhosen. Fragt die eine, warst du im Urlaub? Du bist so braun. Der kam schon zweimal. Man sollte nicht alles glauben, was man bei YouTube über Jura hört da. Manche Leute ja, erzählen dir total musst Müll. Es besser machen. Ey, ganz ehrlich, wenn ich euch so zugucke, ne, wie ihr euch so gegenseitig in die Augen schaut und diese völlig belanglosen Dialoge führt, mir geht so einer ab, ey. Ich kann mir das stundenlang mit angucken. Was hast du denn jetzt zum Frühstück gegessen heute? Brot mit Frischkäse und Salat drauf. Brot hatte ich tatsächlich auch. Ich habe aber Schmalz drauf gegessen und selbstgemachten Hummus habe ich mir gemacht. Und dann halt noch ein Rohkostcracker, auf den ich den Hummus gegessen habe, und Marmelade auf der anderen Stulle. Was war das so für Brot? Das war Berliner Landbrot. Wo wir eigentlich sind, ist vom Filmpark Babelsberg. Wir haben keine Drehgenehmigung bekommen, weil der ganze Laden ja überhaupt zu hat. Aber hier ist der Eingang. Die Polizei, wer hat jetzt schon die Polizei gerufen? Nee, Krankenwagen ist es. BM24 sagt, du darfst ja nicht parken. Ich parke auch noch nicht, ich halte noch. Hm. Deswegen bin ich jederzeit abfahrbereit. Man hält eigentlich nur, wenn man drinnen sitzt und Motor noch läuft. Okay. Typische Familie, deutsche Mutter, deutscher Sohn, deutsche Tochter, indische Tochter. Die typische deutsche Familienkonstellation, die auch hier gerne zu dem Freizeitpark kann. Oder es ist die allein reisende Tochter, die mit ihrer Mutter nicht irgendwie in ein Boot kam, weil das Boot schon voll... Oh Gott, oh Gott. Wir sollen fahren und saufen. Saufen? Aha. Adam ruft bei der Kneipe Hohle Birne an, um zu erfragen, ob sie dort drehen dürfen. Am Telefon war eine Hohle Birne. Und damit meine ich den Laden. Ein sehr netter Mann hat uns gelassen. Cool. Ein paar Nerds? Ein paar Nerds? Ja, gerne. Was ist das? Aber nur einen bitte, ich muss probieren. Oh, der ist ja wirklich klein. Magst du mir drei geben? Du kriegst noch von Wassermelone. Und sonst nimmt keiner, oder was? Nee, die wollen nicht. Bin ich am Ende der Einzige, der auf Drogen ist? Über die Homepage haben Zuschauer wieder einige Sofortnachrichten für Adams Lautsprecher. Bitte wenden. Muss man leider wenden, Julia.
fahren jetzt wieder in die entgegengesetzte Richtung. Aber wir dürfen uns dann ja wieder nach dem Navi halten, oder? Vieles wird gesagt, Julia wird gut. Wobei? Warum muss ich nochmal das vorlesen? Weil du dafür bezahlt wirst. Achtung, Einsamer sucht Einsame zum gemeinsamen Einsamen. Svenja, ich will ein Kind von dir. Oh, Svenja. Achtung, Straßenverlauf 30 Kilometer folgen. Oh! Aber Moment, Straßenverlauf. Ist das jetzt... Das ist jetzt hier auf die Autobahn, auf die A10. Rudi Budlin sagte, noch 29,995 Kilometer. Ja, danke fürs Zählen. Ich habe einen Anruf aus Potsdam. Ole Böhr ist hier. Ja? Ja, hat er gerade angerufen. Ja, genau. Naja, nee, die machen doch gerade zu hier. Oh, aber wir wären jetzt da schon. Also in einer Minute. Wir haben gerade geparkt. Ja, mal kicken. Gute Sonne hier. Ist ja auch Werbung für Sie. Was? Ich dachte, jetzt kommt eine Beschwerde wegen Visitenkarten-Spamming. Das dachte ich mir nämlich auch. Deswegen dachte ich, was ist das jetzt? Die Mitarbeiterin aus der hohlen Birne führt an, dass nichts los sei und dies für einen Stream ja nicht so passend sei. Die drei dürfen aber trotzdem einen kurzen Blick in die Kneipe werfen. Ein Happy End steht den dreien doch noch bevor, denn der Inhaber der hohlen Birne kommt hinzu. Ein längeres Gespräch bahnt sich an. Ach, das sind kleine Flaschen, das sehe ich jetzt erst. Hallo! Mach es nicht nach. Nee. Das tut richtig weh. Wir bewundern es. Das stimmt. Wer hat das alles aufgetrunken? Naja, ich war mit dabei. Aber ein längeres Projekt dann, ne? Aber schätz mal, wie viel das sind. Der größte Ring hat so gute 90 so ungefähr. 90? Also sind über 3000 Pullen. 3000? Ja. Und ich habe mich schon für unverschämt gehalten, weil ich 500 sagen nee, wollte. Nee. Ja, eine Murmel nicht mal. Weil er so verständnisvoll ist, schenke ich dir ein Cottbusser Saisonbier. Oh, vielen Dank. Potsdamer. Hier bloß wieder eine Ecke. Potsdamer rein natürlich. Verkauf's nicht. Trink selber. Nee, ich trinke selber. Wirklich. Also ich öffne es jetzt. Ich nehme schon den ersten Schluck als Beweis. Ich muss es nur irgendwie mit dem Mikro einmal gegendrücken, ne? Ich bin nicht so... Naja, wir haben es ein bisschen... Du wolltest ein bisschen leiser haben. Also wir üben das. Ja, das müssen wir üben. Ups. Ich dachte, der wäre fest. Das ist okay immer. Passiert. Willst du ein Glas dazu haben, ein Potsdamer Sternenglas? Ja, ich würde nie nein sagen. Dann sind wir aber eine Minute länger dann hier drin. Aber das ist schön. Also ich bin gar nicht so der große Biertrinker, um es mal vorsichtig zu sagen. Aber das kann man echt gut trinken. Sie hatte letzte Woche Grippe. Ja. Weiß Bier genau, das richtig. Genau, das ist desinfiziert. Aber dann dein Näschen an der Oberseite nicht an der anderen Kante stoßen lassen. Mhm. Wenn du möchtest, ja, du kannst ja überall trinken. Wenn du probieren möchtest. Ich bin in diesem Winter noch nicht krank. Das ist gut. Also wenn ich jetzt krank werde, bist du schuld. Ich auch noch nicht. Obwohl oder alle anderen U-Bahn-Fahrer. Obwohl ich jeden Donnerstag 4 Stunden in der Kälte rumrenne, wurde ich nicht krank. Was ist denn Ihr Lieblingsbier? Gordon Finest Gold, 10%. Ah, okay. Das war vorher mal meine Wohnung hier. Ich hab das, ach, tatsächlich? Ja, ich habe zur Ostzeit mal gekauft, das Haus hier, die Ruine hier. Also die bedingt bewohnbar war und dann habe ich das alles selber ausgebaut hier. Und ich habe das so gemacht, wie ich das gerne habe. Achtung, das ist falsche Bude, tschüss, du Betrüger. Das ist eine Ansage mit so kleinen Späßchen, was die Leute schicken, einfach ignorieren. Achtung. Meister Proppel heute live dabei. Manchmal auch. Ich muss mich entschuldigen dafür, dass es etwas... Das macht nichts. Nee, wir haben auch einen Zuschauer, der... Ich lass die Jacke aber ein, dann kriegst du wirklich eine Angst. Weißt du? Das ist ja nur... Aber Andra hat gesagt, die sehen aus wie Bruce Willis. Also... Richtig. Ja, so ein bisschen, richtig. Ja. Richtig. Wieso heißt der Laden so, wie er heißt? Wir haben hier einen hohlen Birnbaum hinten im Biergarten. Deswegen heißt es Hohle Birne. Ich kann mich noch stundenlang unterhalten, will sie aber jetzt nicht aufhalten vom Feierabend. Achso, fängst du an zu nuscheln wegen dem Bier jetzt, oder? Ja, wahrscheinlich wird das noch dauern. Es gibt noch eine Frage von den Zuschauern. Waren hier schon mal Promis im Laden? Also ich bin sehr, sehr befreundet mit Frank Zander. Ergibt sich automatisch. Durch Filmdings hier, Babelsberg. Ah ja. Ich gucke keinen Fern. Also ich kenne die meistens nicht. Wir sind Besuchernummer 38.523. Heute. Heute? Ach, ja. Boah, ey, Mann. Du halt da sehr still da hinten. Darf ich da eigentlich durchmarschieren? Nein, du darfst da ja nicht. Halt da mal ganz kurz zurück. Lieber Wirt, verschicken Sie auch die Biere? Ein Paket mit verschiedenen seltenen Biersorten? Oder kennen Sie einen Online-Shop für seltene Biere? Ich frage für meinen Freund. Ja, schönen Gruß an deinen Freund. Guck mal ins Internet drin. In Berlin gibt es die Bierlinie und Ambrosetti. Das ist ein Großhandel, von dem ich auch beliefert werde. So ein bisschen Stuntman mal gemacht und so.
Und Potsdam ist eine kleine Stadt eigentlich. Also Stuntman, da kennt jeder jeden. Im Filmpark oder wo? Ja, nee, vorher, zu DDR-Zeiten. Stuntman stelle ich mir auch also so, wie soll ich sagen, trägt man da was davon, körperlich auch? Das klingt nämlich sehr anstrengend. Ja, ich habe mir die Knie schon mal ein bisschen reparieren lassen und so. Ja, natürlich merkst du, irgendwann kriegst du das zurück. Tschüss, Chef. Mach toi, 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 weiter so. Ja, ja. Bis morgen. Nüchtern und pünktlich. Gut, so. Einmal, ob es eine geheime, also einen Geheimtipp an Biersorte gibt und ob Günther Jauch schon mal hier war. Günther Jauch war noch nicht hier, weil der hat viel zu tun, aber seine Tochter war mit meinem Sohn in einer Klasse. Ich hab das da habe ich ihn auch mal getroffen, spezielle Biere. Du, das ist immer eine Geschmackssache. Also ich kann empfehlen, wie was schmeckt. Und was war die größte Eskalation im Laden? War sie Richtung Schlägerei oder nee, Streit? Ich hab's hier nicht. Ein späterer guter Freund von mir ist mal hier vorne vom Hocker gefallen. Wollte ich ihn rausschmeißen, aber der ist weil er lachen musste. Und das wackelt hier mal ein bisschen, das alte Parkett. Ist der lachend vom Hocker gefallen und dann hat sich das auch geklärt. Na, nur sind wir befreundet seit. Ich dachte hier, der ist besoffen vom Hocker gefallen oder so. Ach so. Nee. Der hat sich einfach nur totgelacht. Das ist ja witzig. Das war eine Eskalation. Ist lachend vom Stuhl gefallen, kann man sagen. Ja. Achtung, 10 Euro für die Rentenkasse des netten Herrn. Das ist das wunderbare Trinkgeld. Idee. Vielen Dank. Ich schau mal nochmal vorbei. Das hat mich neugierig Mach gemacht. Mal, ja. Wir sehen uns jetzt ja gar nicht mehr, nachdem der Stream beendet ist. Nee, Silvia, Svenja, komm. Das Bier, das musst du entschuldigen. Ich fand auch unsere Gespräche sehr Ich liebe diese Gespräche. Ich auch. Oh, wir müssen mal telefonieren. Das hat mich so angetan. Komm in den Voice-Chat. Vielen lieben Dank, macht's gut. Gute Nacht, bis bald. Tschüss. Das war Skyline TV live aus Potsdam. Etwas improvisiert, aber YOLO. Abonniere, um jeden Donnerstagabend an einem anderen Ort live dabei zu sein.